Ich meine, Automatisierung war in der gesamten menschlichen Geschichte immer auch ein Vorteil. Ja, wenn es um zum Beispiel Arbeiten geht, die man nicht als Mensch ausführen wollte, hat man eine Maschine erfunden. Hatte dann den Nachteil, dass es irgendwann keine Heizer mehr auf der Lokomotive gab. Aber wenn der Heizer auf der Lokomotive hinterher einen besseren Job gefunden hat, der weniger schmutzig war und bei dem man nicht irgendwie mit 42 an Staublunge gestorben ist, ist das ja auch ein Vorteil. Wir verdammen diese Technologien nicht, im Gegenteil. Wir glauben, dass sie zum Wohle aller eingesetzt werden können. Und dafür muss es gesellschaftliche Kräfte geben, die versuchen, mit dafür zu sorgen. Technologie ist weder gut noch schlecht, noch ist sie neutral. Normalerweise sagt man in solchen Diskussionen ja immer, naja, man kann ein Messer dazu einsetzen, um eine Stulle zu schmieren oder jemanden zu erstechen. Ja? Also es kommt immer darauf an, wie man es einsetzt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist Technologie auch mehr als das. Wir beeinflussen Technologie, aber Technologie beeinflusst immer auch uns. Das heißt, wenn wir bestimmte Werkzeuge entwickeln, werden diese Werkzeuge, wenn sie existieren, Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Und wenn Smartphones da sind, verändern Menschen ihre Kommunikationsgewohnheiten. Ja, das passiert, das ist nicht aufzuhalten. Dann kann man eben darüber reden, was findet man gut, wie sollte das passieren und kann man Einfluss darauf nehmen, welchen Einfluss kann man nehmen darauf. Ja?